So, war hier nicht das Büro? Nee, sieht nicht so aus. Na gut, weiter. Und da haben wir auch schon den Monolithen. Sprechen wir ihn mal an. Sei gegrüßt. Wir würden gerne einen Namen begraben. S-Anon. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wir geben ihm drei Kupfermünzen. Die Kupfermünzen fallen in die Hand von toter Namen. Dann legt er den Arm wieder an. Seine Augen sind plötzlich hellwach, rollen nach hinten und wieder nach vorn und beginnen den Monolithen und die Mauer des Denkmalbereichs abzusuchen. Er fixiert eine Stelle auf der Mauer, eilt dorthin, hockt sich davor und beginnt an der Mauer zu kratzen. Einige Augenblicke später hört er auf, springt auf und kehrt zu dir zurück. Begraben. Dieses Wort strahlt eine Endgültigkeit aus, die dich beunruhigt. Na gut, also haben wir jetzt drei Kupfermünzen ausgegeben und bekommen fünf Kupfermünzen zurück. Ich bin weg. Das hat sich nicht wirklich rentiert. Aber wir haben sie versprochen, also machen wir das kurz zu Ende. Und vielleicht kriegen wir von den anderen Weinen von Essanon ja noch eine Kleinigkeit dafür. Wenn es denn hier noch andere gibt. So, sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sind wir. Hier ist der Marktplatz. Da müsste hier irgendwo der Weinende von Essanon sein. Da ist er doch schon. Direkt neben einem Dämon. Du triffst auf den Weinenden von Essanon. Als er den Namen der Totenstadt verkündet, mischt sich immer noch ein erstickendes Schluchzen in seine Stimme und Tränen laufen in den Wangen herunter. Ich habe dafür gesorgt, dass man sich an Essanon erinnert. Er ist in einen schwarzen Steindenkmal vor der Leichenhalle eingemeißelt. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Plötzlich hört man ein kurzes Flüstern in der Luft und die Augen des Mannes werden trocken. Eine der Tränen, die über seine Wangen rannen, verschwindet einfach. Damit ist Es-Anon gedient. Ich werde den anderen Weinenden von dem Stein erzählen, den du beschrieben hast. Mein Dank ist dir gewiss. Nicht der Rede wert. Leb wohl. Ich hoffe, du und deine Brüder können den Rest eurer Tage in Frieden leben. Und uns all euer Kupfer schicken. Ja, und gleich noch ein Schläger. Das war so klar. Wir sollten nicht mehr so freundlich sein. Wir hätten ihn einfach niederschlagen sollen. Aber dann hätten wir auch nur fünf Kupfermünzen bekommen. Ich bin weg. Und hier in den Ebenen scheint man nicht immer so belohnt zu werden, wie man es denkt. Also vielleicht kriegen wir noch später irgendwas dadurch, dass wir ihm geholfen haben. Oder wir bekommen eine Erinnerung zurück. Da muss man ja immer vorsichtig sein. Wir sollten einfach alles ausprobieren, was wir können. So wie die verschiedenen Nahrungsmittel hier probieren. Mal Menschen helfen, mal Menschen nicht helfen. Und schauen, wer wir wirklich waren früher. Aber erstmal schauen wir uns hier weiter um. Hier haben wir noch mehr Darbusse. Mit denen zu reden wird nicht wirklich viel bringen. Die sind ja immer in Schon ihrer gut. Arbeit vertieft. Aber wenigstens haben die ihre Erledigt. Sprache schon mal gelernt. Erledigt. Hier geht's, doch da geht's raus. So, was sagt denn unser Journal, was wir noch so zu tun haben? Da ist unser Journal. Wir müssen Ferret immer noch finden. Das könnten wir demnächst auch mal angehen. Also zumindestens umgucken, wo ungefähr er denn zu finden ist. Wir müssen ihn nicht gleich direkt aufsuchen. Aber dass wir wenigstens den Lumpensammlerplatz ein bisschen auskundschaften. Das Journal werden wir bei Ferret finden. Die Quelle der Leichen auch. Wir müssen noch Stilei suchen. Für Kradok. Kradok war der Aufseher auf dem Marktplatz, den wir ja für Ben den Sender finden sollten. Nur wo war das? Also wo ist Stilei? Als ich Kradok die Nachricht von Ben überbrachte, wurde er wütend. Anscheinend vermisst Kradok einen seiner Arbeiter, einen trunksüchtigen Tiefling namens Stilei. Er hat gesagt, dass er wahrscheinlich in der Nähe der schwelenden Leiche irgendwo auf der Straße herumtorkelt. Wir haben ihm angeboten, ihn zu suchen und Bescheid zu geben. Okay, die schwelende Leiche, das sollten wir uns mal merken. Dann haben wir noch Übelwinds Fluch. Dafür müssen wir denjenigen finden, der ihn verflucht hat. Aber da wir keinen Namen haben, ist das eine recht vage Aufgabe. Und das Kästchen mit dem roten Knopf. Das sollen wir zu einer Quatra bringen.
Und dieser Quadra ist im südwestlichen Abschnitt des Stocks. Da kommen wir doch gerade her. Ah, nee, euch lassen wir da. Ihr könnt jemand anders überfallen. Wir schauen uns jetzt hier weiter um. Ich bin weg. Obwohl wir hier eigentlich schon mit recht vielen Leuten gesprochen haben. Können wir hier erledigt. Rein? Beginnen wir wieder Hausfriedensbruch. Du triffst auf eine mollige Frau, die ihrer Arbeit nachgeht. Sie bemerkt dich nicht, als du den Raum betrittst. Sei gegrüßt. Was willst du in meinem Haus? Hast du keine Manieren? Man dringt nicht einfach so mir nichts, dir nichts in andere Leute Häuser ein. Tut mir leid, ich hab nicht gewusst, dass jemand hier wohnt. Nun, jetzt weißt du's. Und jetzt geh bitte und mach die Tür hinter dir zu. Ich habe noch einiges an Arbeit zu erledigen und ich kann keine Störung mehr gebrauchen. Auf Wiedersehen. Die war ja pampig. Schon gut. Und sie ist allein und sieht nicht wirklich so aus, als wenn sie sich gegen uns wehren könnte. Also schauen wir mal, was sie so an Wertsachen hat. Erledigt. Und da greift sie uns gleich an. Da hat sie selber Schuld. So, noch 9 Kupfermünzen. Das hat jetzt schon mehr gebracht als der Auftrag von dem Weinen. Da haben wir noch eine Truhe mit noch mehr Kupfermünzen. Aber das war's dann auch hier drin. Na gut. Kein Kratok oder wie hieß er? Quadra. Quadra, das hört sich nicht wie ein Menschenname an. Schon gut. Schauen wir mal hier rein. Bist du Quadra? Mit lauter, dröhnender Stimme fragt Brasken, was im Namen des Abgrunds suchst du in meinem Haus? Hau ab, bevor ich dich noch mehr verunstalte, als du schon bist. Leb wohl. Du bist wohl nicht Quadra. Und hier sollten wir auch nichts stehen, sonst geht er auf uns los. Und er hat eine recht dicke Rüstung an. Hasenschläger. Hier ist noch ein Wohnhaus. Schauen wir da mal rein. Das ist komisch, das Haus will uns nicht reinlassen. Aber gut, schauen wir uns weiter um. Erledigt. Vielleicht hier, das Haus sieht recht komisch aus, ist recht hochgebaut. Erledigt. Aber da kann man wohl nicht rein. Ah, noch ein Schläger. Na komm. Tu dein Ding, Maute. Beleidige sie ja als Kapitalisten. Dreckiger Schlucker. Ah, dreckiger Schlucker ist nicht so dolle. So, ein paar Kupferlinge, die kommen mit. Ich bin erledigt. Ah, auch wenn es echt nicht viel ist. Obwohl, 3 Münzen ist so viel, wie wir bekommen haben für den anderen Auftrag. So, da ist eine ganze Gang, von der halten wir uns mal fern. Was ist mit dir? Dieser schäbig wirkende Mann merkt gleich, dass du ihn anschaust. Sekunden später ist er bei dir und bietet seine Waren feil. Er trägt einen langen hölzernen Stock, an dem dutzende gehäutete und gekochte Ratten hängen. Yummy. Während er spricht, zeigt er mit einer breiten, dreckverkrusteten Hand auf sie und erblößt dabei grinsend seine gelben, unregelmäßigen Zähne. Na, wie steht's, Schleifer? Welche süße, kleine Ratze darf es denn sein? Was für kleine Ratzen hast du denn so im Angebot? Gut, Schleifer, gut. Welche Sorte hättest du denn gern? Er zeigt mit seinem dreckigen Fingernagel auf die einzelnen Ratten. Ich hätte gebackene, scharfe, gekochte und gegrillte. Alle frisch, alle lecker. Und nur 3 Kupferstücke für 2 Stück. Na gut, wir haben gerade von dem da hinten 3 Kupferstücke bekommen. Und wir wollen dir immer mal neue Sachen ausprobieren in der Hoffnung, dass es irgendwelche Erfahrungen bei uns auslöst. Und so eine gebackene Ratte könnte bestimmt eine Erfahrung auslösen. Schauen wir doch mal. Du gibst ihm die Kupfermünzen und in einer fließenden Bewegung sticht er einen Holzspieß durch ein paar gebackene Ratten, nimmt sie vom Haken und legt sie dir in die Hand. Er zwinkert dir zu. Einen guten, Schleifer. Essen wir mal die Ratze. Das Rattenfleisch ist zart und saftig. Es löst sich leicht vom Knochen und zergeht dir auf der Zunge. Es ist ein wenig fettig und ziemlich schwer und schmeckt nach irgendeiner anderen Sorte Fleisch, von der du sicher bist, sie schon einmal gegessen zu haben. Der Mann sieht dich erwartungsvoll an.
Hat's geschmeckt? Magst du noch eine? Okay, ich nehme noch eine. Gut, Schleifer, gut. Welche Sorte hättest du denn gern? Dann nehmen wir doch mal die scharfe Ratze. Und die probieren wir auch gleich. Dieses Rattenfleisch ist aromatisch und ziemlich würzig. Es wurde von dem Garen offensichtlich in einer Art Kräutermischung mariniert. Es ist ein wenig fettig und ziemlich schwer und schmeckt nach irgendeiner anderen Sorte Fleisch, die du bisher schon mal gegessen hast. Wollen wir noch eine? Nee, danke. Zwei Stück reichen erstmal. Aber wir hätten noch ein paar Fragen an dich. Er wirft sich die Rattenstange lässig über die Schulter. Was ist das für eine Frage, Schleifer? Also wir haben hier eh gehört, dass die Behörde, wahrscheinlich ist das hier die Behörde, wenn er schon davor die ganzen Ratten verkauft, also dass eine Behörde ein Kopfgeld ausgesetzt hat auf diese Klugratten. Vielleicht weiß er ja mehr über die. Ich wollte mit dir über die Ratten sprechen. Er lacht schallend. Sein Atem ist faulig und stinkt nach Zwiebeln. Auf dem Gebiet bin ich Experte. Jawohl. Was ist deine Frage, Schleifer? Woher hast du all diese Ratten? Was? Diese hier? Er schüttelt die Stange, wodurch die gehäuteten Ratten in einem makabren kleinen Tanz um und her hüpfen. Die fange ich selbst. Jawohl. In Kellern und Gassen, hier im Stock. Und wo sind die besten Orte zum Rattenfangen? Das ist nicht so einfach zu beantworten wie früher mal, Schleifer. Siehst du, die Mistviecher machen sich die Tage rar. Ich habe sie früher ganz einfach in dunklen Straßen und Kellern mit Fallen gefangen. Aber vielleicht habe ich sie ein bisschen zu viel gejagt. Du kannst es ja mal auf dem Lumpensammlerplatz versuchen. Die Müllhaufen, da machen es einem ganz schön leicht. Und wo ist dieser Lumpensammlerplatz? Ich zeig's dir, Schleifer. Gib mir mal deine Karte. Der Mann zeigt es dir und hinterlässt dabei einen großen, fettigen Fingerabdruck auf der Karte. Danke. Was hältst du von den Sammlern? Er nickt. Ein Dussel kann Leichen sammeln und sie zur Leichenhalle bringen. Die Staubmenschen zahlen ihm dann ein Kupferstück pro Totenbüchler, glaube ich. Das ist echt nicht viel. Die Sammler tun das als Lebensunterhalt und rauben meistens auch gleich noch die frischen Verstorbenen aus, bevor sie die Leichen verkaufen. Ich habe gehört, er senkt seine Stimme und sieht sich schnell rundherum um, dass manche einen Dussel dabei nachhelfen zu verschwinden, wenn du weißt, was ich meine. Ganz üble Leute sind das. Ja, das wurde Ferret ja auch nachgesagt. Verschwinden? Tod, Meister, tot. Ich verstehe. Leb wohl. Er berührt deinen Arm. Ich sehe schon, du willst gehen, Schleifer. Aber bevor du gehst, wie wär's mit einer köstlichen kleinen Ratze? Eine für unterwegs sozusagen. Oh nee, wir hatten schon zwei. Das reicht erstmal. Aber wirklich viel über die Ratten konnte uns ja nicht sagen. Weil die werden nicht ohne Grund so heißen. Und das hier scheinen ja ganz gewöhnliche Ratten gewesen zu sein. Drei Schwanz zu drei Kupferstücken. Also er scheint wirklich von dieser Behörde zu sein. Du siehst einen untersetzten Mann, der einen Hautausschlag und lauter Pusteln im Gesicht hat. Seine Kleider schreien geradezu, ihn als Beamten auszuweisen. Doch sind sie schmutzig, zerknittert und voller Rattenhaare. Als du ihn anschaust, kratzt er sich abwesend mit seinen kurzen, dicken Fingern. Sei gegrüßt. Ah, der kleine Mann schreit auf und zuckt erschreckt zusammen. Er fasst sich ans Herz, atmet tief durch und schiebt seine Brille auf die mit Pusteln bedeckte Nase. Ja, was kann ich für dich tun? Er kratzt sich die Nase und mustert dich von Kopf bis Fuß, vor allem deine Narben. Ich hab so gut wie gar nichts in der Kasse. Wenn du zum Plündern hergekommen bist, hast du den falschen Ort ausgesucht. Na gut, ausrauben bringt nicht wirklich viel wahrscheinlich. Und wir wollen uns ja nicht allzu viele Feinde machen. Ich bin nicht gekommen, um zu plündern. Wer bist du? Ich? Ich bin der angesehene Phineas T. Lord, der 39. Zuständig für das Büro zur Schädlings- und Seuchenbekämpfung in diesem Stock. Ich darf... Er kratzt sich an der Brust und bläht sich auf. Dich informieren, dass wir, im bürokratischen Sinne des Wortes, womit ich die gesamte Bürokratie Siegels meine...
eine Prämie für alle Arten von Schädlingen und Streunern kassieren. Die, er kratzt sich wieder, die schönen Straßensigils beschmutzen. Denn Sigil ist der Nabel des Multiversums, die Stadt, die im Mittelpunkt aller Dinge steht und Maßstab für alle anderen Städte. Okay, die meisten Städte sind ziemlich dreckig, aber trotzdem. Und was sagt er hier von diesem Stock? Es hört sich an, als wenn es mehrere geben würde. Na gut, fragen wir mal nach der Prämie. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, wir. Jetzt seht ihr nur, dass er die Prämie aufzahlt. Oh ne, er sagt doch was anderes. Er wiederholt sich nur bei anderen Sachen. Also, ja, wir im bürokratischen Sinne des Wortes wir, womit ich die gesamte Bürokratie Sigils meine, nehmen handfeste Beweise für die Ausrottung von Schädelratten, auch Klugschädlinge genannt, im Stock entgegen. Dieser Bereich war in den letzten Jahren besonders stark befallen, wie eine Zählung der Schädlingspopulation jüngst gezeigt hat. Die Bürokratie Sigils hat mich befugt, eine Prämie in Höhe, er plüstert sich fürchterlich auf, einer einfachen Kupfermünze für jede Schädelratte auszuzahlen, die in meinem Büro abgegeben wird. Ja, nicht so unbedingt viel. Aber er scheint sich wenigstens mit der gefährlicheren Art von Ratten auszukennen. Nicht den leckeren da draußen. Schädelratten? Schädelratten sind Schädlinge, die immer intelligenter werden, je mehr davon sich auf einem Haufen befinden. Eine Schädelratte allein ist zwar lästig, aber sie knabbert höchstens ein paar Bretter an oder frisst sich durch die Vorratskammer. Doch 5, 10 oder mehr Schädelratten auf einmal sind furchtbar intelligent. Und zwar noch intelligenter als meine einer. Okay, du bist auch ein Beamter. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe nichts gegen Beamte. Er kratzt sich und rümpft verächtlich die Nase. Euch, gnädiger Herr, könnten wahrscheinlich schon 2 oder 3 Schädelratten das Wasser reichen. Also sie sind eigentlich schon ziemlich intelligent. Noch so ein Kommentar, du kannst deinen Arsch als Hut tragen. Phineas blinzelt. Er scheint sich endlich an deine äußere Erscheinung gewöhnt zu haben. Ich nehme meine höchst unangemessene Bemerkung zurück, besonders in Anbetracht ihrer Dominanz in physischen Angelegenheiten, die in dieser Situation bewiesen wurde. Wie viele Schädelratten gibt's denn in Sigil? Mehr als genug, um einen Kopfgeldjäger ein Leben lang zu beschäftigen, vielleicht auch mehr als einen. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Da er ja ein Beamter von Sigil ist, müsste er sich auch mit anderen Bereichen auskennen. Also fragen wir mal nach... Nicht wirklich viel Interessantes zur Auswahl. Wir könnten seine persönliche Hintergrundgeschichte erfragen, aber das interessiert uns nicht wirklich. Keine weiteren Fragen. Leb wohl. Wir kommen einfach mal wieder hierher. Oh, da ist eine Tür. Wir kommen einfach mal wieder hierher, sobald wir ein paar Rattenschwänze gefunden haben. An diesem Brett sind eine Reihe von Rattenschwänzen geheftet. Ist ja auch eklig. Verschlossen. Und die Tür da ist verschlossen. Na gut, raus hier. Oh, einer von denen kommt schon. Alle von denen kommen schon. Wir haben nicht mehr volle Lebenspunkte. Schon gut. Gut, dann machen wir mal kurz einen Abflug. Wir suchen eigentlich immer noch den einen, dem wir den Würfel geben sollen. Verschwinden wir mal ganz kurz in einen anderen Teil der Stadt, um die Schläger loszuwerden. Und hier können wir auch gleich mal speichern. LP 13.